Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4. Wie immer aus dem Struppi-Stadion berichten wir live über sämtliche Ereignisse des tunesianischen Versuches, die Weltherrschaft wiederzuerlangen, indem sie sich an den ehemaligen Erfolgen Karthagos orientieren. Momentan richten wir unseren Blick allerdings erstmal auf das kastilianische Mexiko, in dem sich tapfere Unabhängigkeitskrieger daran machen, ihre Heimat wieder zu erobern. Das Maya-Reich wird wieder auferstehen und das wäre voll cool. Ja, so, es geht nun weiter daran, dass wir hier unten im letzten Part hier aufgehört haben, nachdem wir Songhai, eine Provinz, abgeknöpft haben, nämlich Dendi, und uns jetzt da viele, viele Möglichkeiten offen liegen, indem wir Afrika weiter kolonialisieren können. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben hier bereits einen Kolonisten unterwegs. Allerdings wird unsere Kolonialarmee etwas zu spät ankommen. Deswegen schicken wir den mal eben da runter. Ansonsten haben wir keine freien Diplomaten mehr. Doch. Wir ziehen den Diplomaten aus den Papststaaten nämlich ab. Und fingieren uns einen Anspruch auf Korsika, einfach aus dem simplen Grund, dass wir ja demnächst Krieg mit Venedig führen wollen. Und dafür brauchen wir natürlich einen Kriegsgrund, den wir, glaube ich, noch nicht haben. Ich weiß es nicht. Ah, Flotte ist in Tunis sicher angekommen. Was ist das denn? Ach ja, genau. Unsere kleine Kampfflotte, die wir gerade aufbauen, um gegen Venedig zu kämpfen, wird ja gerade aus dem Boden gestampft. Oh Gott, oh Gott. Viele Schiffe müssen gemanagt werden. Sehr viele Schiffe. Hoffentlich vergessen wir keine. Und hoffentlich nehme ich die falschen. Okay. Eingeborenen Aufstand. Heiliger Krieg gegen Benin. Kriegsgrund. Nein. Sehr gut. Ihr tauscht mal eben. Oh Gott, sind das viele Nachrichten. Okay, ansonsten soweit alles gut. Aha. Oh, zwei Schiffe haben wir vergessen. So. Ah, oh, diese ganzen Nachrichten. Stirb. Sterbt alle. So, geschafft. Unsere Flotte ist zusammengezogen. Ich hoffe gerade mal. Okay, ich hatte Angst, dass wir aus Versehen leichte Schiffe mit reingezogen hätten, aber nein. Vier große Schiffe, zwei Galeassen, glaube ich sogar, nicht Galeeren. Kriegsgaleere. Ach, eine Galeere haben wir, aber sonst sind es Kriegsgaleeren. Und mal gucken, sind unterwegs. Wie sieht das flottentechnisch jetzt aus? Größte Flotte weltweit. Nicht so viele Großschiffe, aber ansonsten ganz gut. Und wir haben jetzt mehr Schiffe als Venedig. Mehr Galeeren als Venedig. Hoffentlich sind die besser als die Schiffe, als die leichten Schiffe von Venedig. Die Osmanen haben nämlich mittlerweile schon Frieden geschlossen. Oh Gott, das heißt, wir müssen uns beeilen. Ungarn, Mantua und Venedig, ja. Ist ja nix. Achso, wir sollten vielleicht die Flotte direkt mal nach Annaba schicken. Hier nehme ich schon mal Truppen nach Sardinien überzusetzen. Und das gleiche machen wir dann auch mit Truppen in Malta. Dann haben die nämlich nicht so einen weiten Weg. So. Das wird jetzt ein Krieg, Leute. Puh, ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe mal, dass das alles gut gehen wird. Truppentechnisch sind wir ja jetzt nicht sonderlich schlecht gestellt. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Armeen.
Da. Okay, Venedig mit 26.000 Mann. Wow. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist nämlich mehr, als wir gerade haben. Also als wir landen werden zumindest in Venedig. Also in Italien. Sonst hätten wir 10.000 Mann mehr. Wir haben nämlich... Ne, wir haben genau 26.000, oder? 24.000, ups. Lalalala. 25.000, okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt unbedingt mehr Truppen rekrutieren. So. Die brauchen wir. Oh, was macht denn das Schiff hier? Nein, 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 nein. Ihr sollt den See hier weiter patrouillieren. Ah. Oh, oh Gott. Wir stecken die Kohle in unsere Schatzkammer. Ich glaube, wir könnten ein paar Geldreserven gebrauchen. So, 5 Regimenter werden reingehauen. Wie sieht es technologisch eigentlich aus? Okay. Okay, ich bin eine Technologiestufe voraus. Das könnte uns den Arsch retten. Diplomat beibehalten bei den Mameluken. Ach, die kriegen wir gar nicht auf 180, ne? Hahaha. Verdammt. Okay, dann ziehen wir den sogar mal ab. Der in Venedig ist fertig, sehr gut. Ich brauche unbedingt diesen Anspruch auf wenigstens Messina. Messina würde ich gerne haben. Hoffen wir, dass Savoie nicht durchkommt und dass der Hansebund auch keinen Bock hat, nach unten zu marschieren. Und vor allem, dass die Toskana nicht die Kriegsführung übernimmt, obwohl das wesentlich... Ach, Ungarn existiert praktisch nicht mehr. Also kann meinetwegen auch Savoyen die Kriegsführung übernehmen. Das ist mir sowas von wurscht. So. Bald sind wir soweit. Bald können wir Krieg erklären. Boah, ich bin nervös. Ich bin so nervös. Und wir können die Regierung reformieren. Yes! Geil. Endlich. Wir sind jetzt eine administrative Monarchie. Und natürlich kriegen wir jetzt auch noch Revolten, so kurz vor der Kriegserklärung. Wir revolvieren jetzt. Was seid ihr für Rebellen? Äthiopische Patrioten, ja meinetwegen. Das ist mir jetzt egal, dem werde ich einfach die Forderung nachgeben, die kriegen unten sowieso kein Geld raus. Ich weiß, was wir machen. Wir machen was ganz Gemeines, aber hoffentlich Wirkungsvolles. Unsere Truppen. So, ein Transportschiff und dann darüber mit euch. Jetzt haben wir das Limit auch erreicht. Okay, wir müssen jetzt warten. Venedigs Handelsflotte patrouilliert hier nämlich rum. Momentan ist nur ein einziges venezianisches Schiff hier. Da waren gerade eben noch 18 Schiffe, das habe ich genau gesehen. Na, das war ja eine Sekunde, eine Millisekunde nur. So, holen wir einen Admiral rein. Jetzt haben wir zu viele Anführer, ne? Genau. Müsst mir mal einen feuern. Den nicht unbedingt. Lieber den hier. Tschüss. Okay.
Da haben wir sie, okay. 18 Schiffe Venedigs sind das, gerade wenn ich es richtig sehe. Ja, 18 leichte Schiffe, okay. Ha, den Krieg hätten wir die ganze Zeit machen können. Wir hatten die ganze Zeit schon den Kriegsgrund. Scheiße. Okay, kriegen mehr Prestige dafür. Da holen wir uns lieber den heiligen Kriegsgrund, ne? Wir müssen auch nur einen bestimmten Prozentsatz der Kriege gewinnen. Okay, geht's um, wollen wir wirklich diese Schlachten gewinnen oder wollen wir die ganze Zeit Korsika halten? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ja komm, wir machen Überlegenheitsdemonstrieren. Warum wollen die Osmanen nicht mit reinkommen? Ach ja, Waffenstillstand. Hups. Entschuldigung, total vergessen. Okay, so, dann marschiert mal rein nach Korsika. Das war's dann mit der venezianischen Flotte erstmal. Jagen wir die toskanische. Oh nein, die Lagerung haben wir verloren. Das ist ja unglaublich schrecklich. Forderung nachkommen. So. Was wir jetzt unbedingt machen müssen, ist hier die Straße von Messina. Was? Och, kommt schon, das ist ein... Nein, 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 das nehme ich jetzt so nicht hin. Das könnt ihr vergessen. Minus 200, weil es sich unser... Das ist so lächerlich. Paradox. Das ist der letzte... Der absolute Scheiß ist das. Minus 200, weil sie sich plötzlich und ohne Grund unsere Provinzen wünschen. Also wenn es jetzt daran scheitert, dann höre ich auf dieses... Dann... Es ist so zum Kotzen. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Okay, wenn es jetzt daran, wenn es die Osmanen uns den Krieg erklären, dann höre ich auf, dieses Spiel zu spielen. Dann reicht es mir für alle Zeiten erstmal. Also nicht für alle Zeiten wahrscheinlich, aber... Dann reicht es mir wirklich... Dann reicht es mir mit diesem... Boah. Jetzt bin ich gerade echt angefressen davon. Also ich meine, das ist doch lächerlich. Minus 200. Sie wünschen folgende Provinzen. Das ist der dämlichste Modifikator aller Zeiten. Grenzdisput war immer schon schlimm genug. Aber jetzt das... Ey, habt ihr wohl einen Arsch offen. Paradox. Es regt mich einfach auf. Tut mir leid, ich komme da gerade nicht runter. Also das ist ja... Es ist die Höhe. Das ist echt die Höhe. Okay, unsere Invasion Siziliens läuft eigentlich ganz gut soweit. Ich sehe keine größeren Probleme. Okay, das nenne ich mal ein größeres Problem. Pff, 11 schwere Schiffe. Ach du Kacke. Ob wir die schlagen können, ich weiß es nicht. Ist doch ein größeres Problem, als ich dachte, dass der Hansebund mit drin ist. Nein! Ah, ihr Arschgeigen. Könnte ich einfach meine Handelsschiffe hier zerstören. Was soll das denn? Ah, natürlich höre ich immer mit 8000... Ah, doch nicht. Sehr gut.
Das bedeutet, ihr bleibt jetzt hier stehen und kommt, ihr kommt mit. So. Kann mir das nicht leisten, 8000, 10.000, 9000 Mann oder so hier rum, 9000 Mann hier rumstehen zu lassen. Heresie! Na super, Asawada ist jetzt schiitisch. Es ist ja wundervoll. Haha. So. Ich meine. Das regt mich so auf, Leute. Warum tut Paradox sowas? Warum wollen sie, dass ich mein Lieblingsspiel nicht mehr spielen kann? Warum machen sie so eine dämlichen Patches, in denen sie einfügen, dass die erklären uns demnächst noch zu Rivalen? Das könnt ihr euch sicher sein, das ist doch bescheuert. Wahrscheinlich sind wir nicht mal, sind es nicht mal wert, Rivalen zu werden von denen. Brauchen starke Bündnispartner. Timuriden sind starke Bündnispartner, truppentechnisch her. Aber die werden schon alleine von der Krim total fertig gemacht. Das heißt, ein Personalium mit Timuriden wäre das, was wir jetzt unbedingt gebrauchen könnten. Komm schon, Timuriden, ihr schafft es. Wir brauchen starke Bündnispartner. Das Problem ist, die Osmanen sind einfach zu stark, um irgendjemanden außer Frankreich die Stirn zu bieten. Und Frankreich hasst uns auch. Das ist so ein bescheuerter Modifikator, das regt mich auf. Toskana fingiert Ansprüche, wundervoll. Das macht ihr sehr gut, Toskana. Ah, Kirchenstaat. Ich krieg noch meinen Anspruch auf Rom. Händler desertieren, na wundervoll. Zehn Jahre lang siegt unser Handelseinfluss in Sevilla. Unsere einzige Handelsnote, die irgendwie wichtig ist. Super. Dass der Hansebund sich echt die Mühe macht, hier runter zu segeln. Oh Mann. Okay. Stufe 12. Wir brauchen jede Stufe, die wir haben können. Sehr gut. Unsere Schiffe werden jetzt mal repariert in Messina. Und wir erhöhen unsere administrativen Points. Haben wir eigentlich einen General drin? Ja, gut. Hey, hallo 24.000. Toskana, sehr schön. Wow, haben die einen riesigen Moralbonus. 6,1. Wow. Na gut, wir haben 4 Disziplinen, also insofern sollte das Ganze ausgeglichen sein. Wir haben Verteidigungsbonus und wir haben viel mehr Truppen als sie. Haha. Sterbt. Toskanien muss sterben. Die kommen wieder. Das wissen wir ja sowieso schon. Aber das ist mir jetzt erstmal vollkommen egal. Hey, da sind sie. 12.000 Mann. Korsika haben wir gewonnen. Sehr gut. Komm nicht runter von der Insel. Okay, sehr gut. Wir haben Sizilien schon mal erobert.
Wie viel möchte Venedig haben, damit wir diese beiden Provinzen bekommen? Okay. Separatfrieden mit der Toskana vielleicht? Auch 50 und das wollen sie auch nicht. Na gut. Aber das kriegen wir schon noch hin, Venedig. Keine Sorge. Wow, ich habe das Gefühl, die sammeln einiges an Truppen zusammen. Yep. Definitiv. Die Toskana ist wütend. Verständlicherweise, natürlich. Möchte noch niemand schlecht reden oder sowas. Wir segeln jetzt erstmal wieder runter, damit wir hier den Hafen blockieren können. Wenn wir jetzt hier irgendwie abspalten könnten, wenn die jetzt so eine Flotte irgendwie, das wäre so der Hammer, verhindern könnten, dass sie ihre Truppen hier unten verstärken. Der Hansebund landet seine Truppen echt an bescheuerten Orten und hat eine riesige Flotte dabei. Der mithelfen würde, wären wir am Arsch. Ein Glück, dass er zu blöd ist. Was für eine riesige Armee sammelt ihr hier eigentlich zusammen? Mein Leute! Chillt mal! Ich will nur eure ganzen Gebiete, mehr nicht. Hehehe. Anspruch auf Rom ist da. Trauen sich immer noch nicht anzugreifen. Über einen Fluss und eigentlich einen theoretischen Gebirge mit General. Ja, schlechte Chance. Aber wäre nett, wenn sie angreifen würden. Da würden sie es mir nämlich leichter machen. Ich muss nämlich da nicht verteidigen. Nö. Vor allem wäre es ganz nett, wenn die Belagerungen endlich mal klappen würden. Aha. Diese blöden 4000 Mann da unten gehen mir echt auf die Nerven. Mal eine Provinz wollt ihr abtreten? Dann seid ihr genauserig. Okay, gehen wir weit wieder hier rüber. Ist auch kein Problem. Gut, hätte es weiter belagert. Okay, so. Ihr geht nach Bari und ihr geht nach Lucanien. Oh oh. Wow, wie schnell gewinnen die denn da die Schlacht, Leute? Chillt mal. So ist es schon besser. Dankeschön. Mann. Okay, mir reicht's. Ups, falsche Taste. So, ihr werdet jetzt verfolgt und Venedig wird davon abgehalten, seine Truppen darunter zu kriegen. Nach Pisa gehen sie. Oh Mann. Bin ich komplett an den Arsch der Welt, ne? Ja! Haha! Das war's mit der toskanischen Armee! Finito! Dann würde ich mal sagen, Carpe Siege. Wundervoll, so mag ich meine Toskana. Oh Leute, ihr seid so am Arsch.
Und wir kriegen sogar Geld dadurch. Hansebund, möchtest du einen Separatfrieden schließen? Du nervst mich ein bisschen. Tunesien. Klar. Gott, fühlen die sich sicher? Sehr schrecklich. Okay, ich fühle mich auch gerade unglaublich sicher und bin eingebildet wie Sau. Aber ansonsten, das ist auch egal. Ich bin halt toll. Das ist der Unterschied. Warum hat Venedig eigentlich so viele Truppen? Da schon 26.000 und nicht 36.000. Mann, na Herren. Exportlizenzen. Jo, jetzt brauche ich keine Legitimität mehr. Jetzt kann das meinetwegen auch so laufen. Okay. Hey, sehr gut. Steinschloss Musketen. Und wir machen kein Geld mehr. Wir machen nur noch Verluste. Wow. Und hier muss man unbedingt was trinken. Oh, Entschuldigung. Hals ist total trocken gerade. Kommt davon, dass der Krieg gerade so cool ist. Und endlich müssen wir unsere Truppen nicht mehr so mühsam übersetzen. Jetzt haben wir nämlich Sizilien in der Hand. Also noch nicht, aber ich meine, wo ist hier, hey, Geld? Wo ist hier irgendwie ein kleiner Zweifel auch nur, dass wir das nicht schaffen könnten? Kalabrien kriege ich auch noch. Muss ich hier nämlich nicht übersetzen, kann ich direkt einmarschieren. So, Belagerung von Ancona, sehr gut. Rüber nach Palermo mit euch. Ja, wird bald alles unser sein, ist das nicht herrlich? Das Beste ist, ja, ach, das ist einfach alles das Beste, ich liebe es. Ha! Aber wir müssen das Bündnis mit Venedig aufrechterhalten, aber vielleicht sollten wir Venedig dazu bringen, das Bündnis mit dem Hansebund zu brechen. Das wäre ganz praktisch. Pop, Hansebund ist weg. Denn das ist nämlich etwas, was uns ziemlich böse erwischen kann, wenn das so weitergeht. So. Sehr schön. Die Eroberung Italiens ist in vollem Gange. Jetzt belagern die hier ernsthaft. Wo ist unsere Flotte? Ach, die ist da oben. Jetzt belagern die ernsthaft den Golf von Neapel. Ach, Leute. Das muss doch nicht sein. Ups, scheiße. Schnell wieder nach oben. Die haben ihre Armee jetzt bestimmt schon unten. Nein, okay, sie sind blöd. Mehr militärischer Zugang von Osmanen. Na, gern doch. Wie sie uns eigentlich lieben müssten, das ist schrecklich. Nehmt ihr an? Sehr gut. Ach komm, ein bisschen Geld kriege ich da auch noch raus. Nein, Rio de Oro ist nicht mehr rechtmäßig unser. Was sollen wir jetzt nur tun? Immer noch in der Personalunion unter Frankreich. Wenn hier mehr dazwischen wäre, dann könnten wir einfach Frankreich und Kastilien abtrennen. Und ich würde Kastilien komplett belagern und Frankreich wäre mir so scheißegal. Aber natürlich ist da kein mehr dazwischen. Was bringt mir ein Landkriegen, diese Überlegenheit zu sehen? Das ist doch schrecklich. Pisa gewonnen. Sehr gut. So, mehr Geld haben sie nicht, also. Ist das nicht herrlich? Oh, ich liebe es, Leute. Unser Reich ist riesig. So, erstmal kümmern wir uns um die Rebellen. Sehr schön. Und Kalabrien ist, und hier sind überall noch unglaublich. Ach, die haben nicht mehr genug militärische Macht. Okay.
Das heißt, wir müssen unsere Armee jetzt erstmal hier halten, denn ansonsten haben wir echte Probleme. Können wir was konvertieren? Wahrscheinlich nicht. Doch, nee, können wir nicht. Schade. Na gut, aber wir kümmern uns trotzdem erstmal darum, die ganzen Provinzen ja zu unseren Kernprovinzen zu machen, bis auf Palermo, was echt viele administrative Punkte benötigt. Alter Schwede. Oh, und die Osmanen haben mal wieder einen Koalitionskrieg vor der Nase. Ist ja nicht so, als ob es sie kümmern würde. Die haben sowieso... natürlich 23.000 Mann mal eben da, wo meine 3.000 Mann stehen. Na gut, da ist auch ein Revoltenrisiko von fast 20%. So, und ihr geht wieder nach Sevilla zurück. Kirchen starten zur Koalition gegen uns, ausgerechnet die. So, den Krieg gegen die Rebellen gewinnen wir hier auch noch. Sehr gut. Okay, hier müssen wir unsere ganzen Truppen stationiert bleiben. Ein paar bleiben auch noch in Kalabrien stationiert. Und dann kriegen wir das schon hin. Einkommenstechnisch sieht's nicht sonderlich rosig aus, das muss man sagen. Unsere Flotte ist dann doch etwas zu groß, aber wir müssen auch gerade noch ein paar Truppen erfrischen und sowas. Ich denke mal, dass wir da ein bisschen wieder Geld reinkriegen werden. Also so schlimm sieht's bei unserem Einkommen jetzt nicht aus, bei unserer Schatzkammer. Aber egal, ich meine, das Wichtigste ist ja einfach, dass wir uns jetzt endlich hier an der Südspitze Italiens ausgebreitet haben. Wir werden ganz Italien erobern und dann in Frankreich einmarschieren und von da aus dann Kastilien erobern, bis wir ganz am Schluss nur noch diese drei Provinzen benötigen und dann ist es 1821 und wir werden das Spiel verlieren bzw. abschließen, ohne unsere Ziele erreicht zu haben. Aber das ist erstmal egal. Ich hoffe, dieser Part hat euch so weggefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut.